Hallo und herzlich willkommen zu Santiagos Adventskalender. Ich bin der Jo Ziebe und ich schreibe und produziere unter anderem die Hörspielreihe Tiao Tiao, das chinesische Gespenst mit Santiago Ziesmer in der Hauptrolle. Davon gibt es inzwischen 3 spannende Folgen und vielleicht braucht ihr ja noch ein tolles Weihnachtsgeschenk oder ihr habt einfach Lust, an den Weihnachtsfeiertagen mal über Streaming reinzuhören. Ganz wie ihr mögt, ich würde mich freuen und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Türchen. Himmlische Nachbarn. In der letzten Woche hatte ich eine wahrhaft himmlische Begegnung, von der ich euch unbedingt erzählen muss. Eigentlich leben wir ja in einer ganz ruhigen kleinen Gasse in Bethlehem. Mehr Leute als unsere Verwandtschaft und mal den ein oder anderen Gast für die Herberge nebenan sieht man hier nie. Nun wisst ihr aber, dass der Kaiser alle Menschen dazu aufgerufen hatte, in die Stadt ihrer Herkunft zu kommen und sich zählen zu lassen. Seit diesem Aufruf können wir uns vor Menschen in der Stadt kaum retten. Und alle brauchen natürlich einen Platz zum Schlafen. Viele von ihnen haben einen langen Fußmarsch hinter sich gebracht, wenn sie hier in Bethlehem ankommen. Ich habe schon oft Leuten einen Schlafplatz angeboten. So auch in der letzten Woche. Ich hatte die neuen Gäste gerade verköstigt, da klingelte es erneut an der Tür. Eine hochschwangere Frau, ein Mann und ein Esel standen vor der Tür und fragten, ob ich noch ein Plätzchen zum Schlafen für sie habe. So leid es mir tat, ich konnte sie nicht mehr aufnehmen, es war wirklich jeder Platz in meinem Haus belegt. Aber ich riet den dreien, in der Herberge nebenan zu fragen, dort wäre vielleicht noch ein Plätzchen frei, wenigstens für die hochschwangere Frau. Mit schlechtem Gewissen schloss ich die Tür hinter mir. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich in jener Nacht noch erleben würde. Ich ging zu Bett. 2 Stunden später wurde ich von einem lauten Schrei geweckt. Als ich jedoch aufstand und aus der Tür sah, konnte ich nichts sehen und auch nichts hören. Also ging ich wieder ins Bett. Ich stand ein zweites Mal auf. Mir war, als hätte ich einen Säugling schreien hören. Da ich aber draußen nichts erkennen konnte und in den Fenstern der umliegenden Häuser auch kein Licht brannte, ging ich wieder hinein. Etwa eine halbe Stunde später wurde ich erneut geweckt. Draußen war es taghell. Ich war mir sicher, dass es tiefe Nacht sein musste. Wieder stand ich auf. Am Himmel stand ein Stern, hell, groß und direkt über dem Stall der Herberge nebenan. Mir war, als wollte der Stern mir etwas sagen. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht was. Ich stand auf und schaute den wundervollen Stern an. Erst als ich Stimmen hörte und einige Hirten mit ihren Schafen an meinem Fenster vorbeiliefen, wandte ich meinen Blick von dem Stern ab. Die Hirten gingen langsam, aber bestimmt in den Stall. Wieder sah ich den Stern an. Er gab mir das Gefühl, dass ich den Hirten folgen sollte. Ich hängte mir einen Mantel über die Schultern und ging langsam zum Stall. Vorsichtig öffnete ich die Tür und schaute hinein. Da lag es, ein kleines Kind in Windeln gewickelt in der Futterkrippe. Daneben die glücklichen Eltern, die ich wenige Stunden zuvor noch an meiner Tür begrüßt hatte, aber abweisen musste. Das Kind war goldig. Die Mutter winkte mich zu sich heran und ich durfte es sogar einmal halten. Als das Kind mich anblickte, war es um mich geschehen. So ein schöner Moment war mir bis dahin noch nicht geschenkt worden. In den Tagen darauf blieb der Trubel bestehen. Immer wieder kamen Menschen, die sich das Kind ansahen, und der große Stern leuchtete hell über dem Stall. Auch ich ging immer wieder hinüber und besuchte die frisch gebackenen Eltern und ihr kleines Geschenk. Ja, dieses kleine Kind war ein Geschenk des Himmels. Frohe Weihnachten!